Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei Zockt, Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Wie ihr seht, ist die Zeit mal wieder ein bisschen leicht vorangeschritten. Was zeigt ihr unten? Sie haben noch Zeit für ein weiteres Match. Super, sie haben noch Zeit für ein weiteres Match. Ja, das ist ja super, als ob die wüssten, wie viel Zeit ich habe. Aber ist okay. Also, die Zeit ist mal wieder ein bisschen vorangeschritten und deshalb spute ich mich mal hier, damit wir das alles hinkriegen. Trainingsplan müsste eigentlich einer erstellt sein. Angriffsteam. Hab gerade genießt. Lieber Mann, ey, das hat aber Nachwirkungen hier. So, das müsste Abwehrtraining sein. Da müssten wir das Torhütertraining reinmachen. Ist das Torhütertraining? Torhütertraining. Okay, in der zweiten Mannschaft, ja, da machen wir einfach mal so ein bisschen hier Spieler extrem. Ich wurde gefragt, ob ich in der zweiten Mannschaft auch Spiele habe. Ja, haben wir, aber guckt euch die Stärken dieser Spiele an. Die sind nicht so wirklich, naja, wie auch immer. Und Ergebnisse von denen gibt es eigentlich auch nicht, weil die spielen in keiner Liga. Die Liga wird nicht simuliert. Und deshalb gibt's da auch keine Ergebnisse für die Liga. So, das war der Trainingsplan. Ich habe ja gesagt, ich spute mich. Marathon haben wir schon geübt für Merchandising. Da machen wir gerade Duschgel, glaube ich. Da können wir uns mit Gras über Zürich duschen. Hier haben wir einiges an Budget noch und können hier auch noch ein bisschen verändern später. Aber erstmal machen wir es einfach weiter, denn ja, es stehen große Spiele an gegen den FC Chelsea und ach nee, geht das wieder los. So, Scouting abgeschlossen von Chelsea. Die machen 55.500 Gewinnen. Und hier, Achtung, Vertrag als Manager läuft in 3 Monaten aus. Sollten Sie eine Verlängerung anstreben, sollten Sie nächste Woche mit einem Vorstand sprechen und Voraussetzungen und so weiter. Ja, Entschuldigung, wir haben doch einen neuen Vertrag. Warum machen die ganze Zeit so eine Panik? Wir haben einen neuen Vertrag. Wir sind nächste Saison bei Malaga. So, wir verhandeln hier. Für einen Ziegel, warum auch immer, der jetzt schon wieder... Ich kann es mir vorstellen, warum. Weil die Marktwerte hier mal wieder... Oh, oh, Forderungen erhöhen, 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 erhöhen. Eine Stufe senken. Halstenbach 21,5 Millionen. What the... Das ist ja krass. Ja. So, wie gesagt, der hier ist ja ausgeliehen. Barz geht mit. Schark geht mit, Adili geht mit, Gerson geht mit und Mustavi. Da wollte ich noch was machen. Karriereoptionen, zukünftiger Verein. Der Mustavi, der bietet sich so an. Das ist unbeschreiblich. Also, da fällt mir nichts mehr ein. Der gibt gerade richtig Vollgas. Der ist kurz vorm Sprung, richtig guter zu werden. Und bevor den irgendein anderer Verein kauft, dann werden wir versuchen, den mitzunehmen. So, wo haben wir denn hier Mustavi? Der ist... Also ich glaube, ganz ehrlich, der wird auch noch aufgewertet, die Saison. So, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt hier, ob das klappt mit Mustavi. Denn stürmertechnisch haben wir hier nicht wirklich junge, talentierte, aufstrebende Spieler, sondern eher so Leute, die kurz vom Adios sind. Ne? Was haben sie denn alles hier neu verpflichtet eigentlich? Okay, und wo haben sie überall Verträge verlängert? Eigentlich müssen wir den hier auch stellen auf Verkaufen. Damit die nicht auf die Idee kommen, die Verträge von denen hier zu verlängern. Und den Rest, den werden wir halten und werden dann einfach sagen, okay, gucken wir mal. Ja, das ist so eine heikle Geschichte. So, jetzt hat Ziegel auch noch ein Angebot. Das ist natürlich auch blöd, aber alles deutschsprachiger Raum. Die wollen alle in den deutschsprachigen Raum. Also es wird schwierig, die Spieler, die Deutsch sprechen, wirklich mit nach Malaga zu nehmen. Vor allem, wir wollen ja auch kein Grasshoppers Zürich 2 aus Malaga machen, oder? Wir wollen ja Malaga komplett neu aufbauen. Wir wollen da junge spanische Talente heranführen. Wollen die aufbauen, wollen richtig geile spanische Mannschaft aufbauen, die dann auch in Spanien vielleicht die Meisterschaft holt. Der will eh bei seinem Verein bleiben, also Verhandlungen abbrechen, Thema durch. Und
Ja, wir wollen damit halt in Spanien eventuell Meister werden. Oh, okay, die Musik sagt schon viel, aber wir sind so weit weg, sind wir nicht von denen. Also das heißt, das könnte gut ausgehen für uns, das Spiel bei Chelsea. Wen haben wir denn? Fickinger haben wir, so, Halsenberg, Gerson, Vilotic. Da bin ich am Überlegen, ob wir das umstellen. Halsenberg für Vilotic und Pavlovic als Linksverteidiger. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Und im Sturm weiß ich nicht. Setzen wir erstmal auf Nassim Ben Khalifa. Der hat mich doch schon überzeugt, muss ich sagen, mit dem, was er da gemacht hat. So, wir gehen mit der 10.000 Siegprämie. Hier, die beiden haben Schnittstelle. Das ist eigentlich gut, wobei der hier schon wieder, der ist eigentlich zu weit in der Mitte. Der müsste weiter nach außen, aber ist egal. So, hat ja ganz gut funktioniert bisher gegen die anderen Gegner. Wobei, wir haben uns einige eingefangen hier von den Kollegen. Full Tripling können wir bei dem eigentlich auch anlassen und steil gehen. Machen wir mal an. Und Sturmtank, das ist natürlich klar. Wenn da Mustafi nicht drin steht, wird's schwer. So, also wie gesagt, der ist eigentlich zu weit innen. Also ich bin mal gespannt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, hier sehen wir schon mal, Lampard ist noch dabei. Kevin De Bruyne hat präzise Schieß. Kevin De Bruyne ist bei denen okay. Triplings, okay, passt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins 3D-Spiel und gucken mal, was die Grasshoppers von Zürich anrichten können, da bei den Jungs in Chelsea. So, die spielen im Heimtrikot, wir spielen im Auswärtstrikot in zartem Rosa mit 808 gegen 876 Punkte und wir sagen hier Kampf um jeden Ball. Wir haben hier nichts zu verschenken. So, und die Spannung in mir, die kribbelt und steigt. Ihr seht schon wieder, die Kabine ist wieder höchster Luxus überhaupt. Es dürfte wieder leichte Verwirrung bei unseren Spielern, vielleicht Verwirrung bei den Spielern sorgen. So eine tolle Kabine, das beeinflusst, glaube ich, auch die Moral der Spieler. Zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen. Das ist auch der Grund, warum man die eigene Spielerkabine im Stadionumfeld ausbauen kann. Oha. So, wir machen hier das komplette Programm mal so mit Aufstellung. Ja, Schiri steht nicht mit dabei. Immer wieder Schwenks hier durchs Stadion. Aber irgendwie so in FIFA machen sie es einfach besser, oder? In FIFA machen sie es einfach stimmungsvoller. Diese internationalen Spiele. So, wann kommt nach dem Schwenk jetzt das Spiel? Wann pfeifen sie an? Okay. Ich bin mal gespannt, wie sie es hinkriegen. So, lang, schöner weiter Ball, aber dummerweise ja, wieder abgefangen hier von Chelsea. De Bruyne trippelt sich hier durch. Hier kommt Terry, aber die Innenverteidiger haben aufgepasst. Und Ben Khalifa wäre fast schneller gewesen. Wie der Verteidiger. Puh, ja. Puh, das war knapp. Direkt mal ein Pfostenschuss. Aber Gerson macht da hinten auch einen guten Job. Also der ist da gut dabei hier. Stört frühzeitig. Schön rausgepasst hier von denen. So, Ben Khalifa, Ben Khalifa, Ben Khalifa auf Mustafi und tabum ist er drin nach 10 Minuten. Oran Mustafi macht das Ding in der 11. Minute 1:0 für die Grasshopper Zürich gegen den FC Chelsea. In Chelsea wohlgemerkt. Ich sehe uns schon, ja, das Finale spielen, wenn das hier so weitergeht. Das ist ja unglaublich, was diese Mannschaft in der Lage ist zu leisten. Wobei Chelsea natürlich, die haben eine Mordsqualität. Also würde mich nicht wundern, wenn die re relativ schnell zum Ausgleich kämen. Mein sicher ist hier noch gar nichts, nur weil wir ein Tor gemacht haben. Aber immerhin haben wir mal ein Tor gemacht. Und das ist ein weiter Ball auf Mustafi und dummerweise abseits. Hätte er den hier schon ein bisschen früher gekickt, ich glaube, hier rennt jetzt parallel, während er den Ball nachrennt, unser Mustafi schon ins Abseits.
So, wieder schön aufgepasst. Ziegel auf Brahimi. Brahimi kriegt aber den Ball nicht. Und schon geht's wieder in die andere Richtung. Chelsea hier Mords am Druck machen. Und jetzt macht der Lang hier einen Foul, oder? Ne, Hajovic ist es. Wow. Hajovic hier mit dem Foul. Und, ja, nicht gut. So, hier wird gechippt im Freistoß. Aber da ist Fickenscher auf dem Pfosten. Posten. So, und jetzt beinahe. So, jetzt aber Nassim Ben Khalifa und 2-0. Wer hat's gemacht? Orhan Mustafi. Wieder Orhan Mustafi. Der Junge, der wird ein richtig guter und deshalb lassen wir auch Malaga mit ihm verhandeln. Ja, da war der Abwehrspieler sogar noch dran, aber clever, clever gemacht, der Kamerad hier. So, Adili wird gefoult. Gibt Freistoß für uns. Mal gucken, was wir daraus machen. So, ruhender Ball. Okay, Brahimi ist durch. Ben Khalifa. Oh, das war knapp. Das war so verdammt knapp. Boah, das ist ja Destroy hier. Wir destroyen ja hier sozusagen gerade FC Chelsea. Das ist ja der Hammer, was wir denen die Bälle um die Ohren hauen. Ja, unsere Taktik geht gut auf, würde ich sagen. Die Spieler sind auf die Position gut eingespielt, gut geeicht. Wir haben auf Qualität bei den Spielern geachtet. Sind ja nicht mehr alle da, die wir ursprünglich mal hier hatten. So, Brahimi ist durch und 3-0. Alter, was geht denn hier? Die sind hochmotiviert von der Siegprämie, glaube ich. Und die sind hochmotiviert, weil sie eine Runde weiter wollen. Internationales Parkett sich sozusagen mal richtig präsentieren. Die wollen alle aus der Schweiz raus, wollen alle an die großen Gehälter ran. Und da ist das natürlich das richtige Pflaster, um sich da mal zu beweisen. So, Fickenscher mit einem Hammer-Aktion hier. Wie er den Ball hier direkt aus der Luft holt, während er da rumrutscht und rumfällt. So, Manchester City sieht auch nicht gut aus gegen Real. Bayern gegen Barcelona steht 1-1 und AC Mailand gegen Liverpool 2-2. Die einzigen, die wirklich hier grandios führen, ist Real Madrid und wir. Das ist unglaublich. So, Spielergespräche. Wir massieren mal die Jungs, die nicht mehr ganz so fit sind. Und ja, müssen wir hier irgendeinen blöd anmachen? Eigentlich nicht. Können wir irgendeinen loben? Ne, wir motivieren hier die Spieler. Ja, Mustafi können wir vielleicht mal loben. Ben Khalifa können wir vielleicht noch ein bisschen motivieren. Da geht noch ein bisschen mehr. Und ich bin gerade am überlegen, ob wir Adili noch ein bisschen motivieren sollen. Hajovic will ich nicht motivieren, weil wenn wir Hajovic motivieren, das wird kritisch. So, wir führen ja schon 3-0. Also sage ich, zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Das ist ganz klar. Und ich bin gerade am überlegen, ob wir den Barz für einen Hajovic bringen sollen, um hier eine Gelb-Rot-Karte zu verhindern. Wäre nämlich extremst peinlich, wenn wir im Rückspiel dann gesperrt wären. Wegen der gelb-roten Karte hier. Wobei, wir können noch durchspielen lassen, ist jetzt nicht so das Drama, dann wird im Rückspiel eben der Bart spielen. Also, ich meine, wie wir es auch machen, wir haben ja Leute, so ist es nicht. Ja, komm, lass mal weiterspielen. Super ausgetrippelt hier von Hajovic und dann kommt Nassim Ben Khalifa hier zum Schuss, aber naja, Zielwasser müssen wir nochmal trinken. So, die wechseln schon. Oscar kommt für Frank Lampard. Ja, das ist halt das Problem von den etwas älteren Spielern, die können da nicht mehr so und tja, wir sind weiter auf dem Zug hier zum Tor. Wir wollen noch das 4-0 und das wäre schon arg böse. Für den ehemaligen Champions League Titelträger. Ich glaube, die. Wie waren das eigentlich? Wann haben die gewonnen? Letztes Jahr oder? Letztes Jahr haben die dieses unrühmliche Spiel, glaube ich, gemacht. Und da haben wir es 4-0. Wahnsinn.
Oh Mann, die Zeit verfliegt. Glaubt ihr, ich wüsste noch, wann die Champions League gewonnen haben gegen Bayern, wo die nur hinten drin standen und dann ein Tor gemacht haben oder so? Das war doch. Irgendwie so lief das doch ab. Das war doch das schlimmste Fußball, was man jemals angeguckt hat. Und deshalb, den hauen wir jetzt mal richtig auf die Nase. So, wir bringen den Barts. Den Milicevic. Und einen heben wir uns noch auf. Falls sich noch einer verletzt oder so. Ja, bei einem 4 zu 0 kann man jetzt mal die Jungen hier auf die Außenbahn schicken. Das dürfte kein Problem sein. Sammeln die noch ein bisschen internationale Erfahrung. Das gibt Mordspunkte. Jede Minute auf dem Platz zählt da. Oh oh. Sehr schön. So, Mustafi holt den Ball. Brahimi auf Nassim Ben Khalifa, der dribbelt sich durch, wird hier gefoult. Schiri pfeift natürlich nicht. Pavlovic auf Mustafi. Mustafi verliert den Ball. Wieder Pavlovic. Wieder Ben Khalifa verliert auch den Ball. Brahimi auf Milicevic. Milicevic trippelt, verliert den Ball. Ziggel holt den Ball zurück. Barts verliert den Ball. Holten sich wieder. Barts auf Brahimi. Brahimi verliert den Ball. Alter, was ist denn hier los? Wir machen einen Mordsdruck und kommen nicht durch da hinten. Die mauern sich mal wieder ein. Ja, zum Glück, die langen Bälle kommen auch nicht an. So, jetzt bringen sie Marco Marin. Okay. Juckt uns nicht. Mustavi schießt mal wieder auf Tschech. So, Milicevic und wird gefoult und das ist, ja. Der wäre beinahe reingegangen. Mehr sage ich nicht. So, und wir machen weiter Druck nach vorne. Und Barts, naja, so lang kommt vor, kommt auf Mustafi und. Wow. Mordsdruck hier nach vorne. Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, wir nehmen den Khedira auch noch auf den Platz. Der darf auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Mal gucken, ob der Wechsel noch vom Elfmeter stattfindet. Ja, tut er. So, und ich hoffe, dass das die Abwehr nicht so dermaßen schwächt, dass wir jetzt hier ein Tor nach dem anderen fangen, wenn der Khedira auf dem Platz ist. Eieieiei. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gelbe Karte hier für Gerson, der Meinung war, er müsste hier mal einen volle Kanne weggrätschen. Und zwar Marco Marin hat er volle Kanne weggegrätscht. Guckt euch das mal an. Und wieder nur ein Pfosten. Ja, Chelsea hat es heute mit dem Pfosten. Uns soll es recht sein. Khedira, schön vom Ball getrennt hier. Ja, Khedira geht echt brutal zu Werke. Ja, da hat er sich ausspielen lassen. Aber die Abwehr hat gut aufgepasst. Khedira hier auf Barts. Barts mit einem weiten Ball auf Mustafi. Dann kommt er raus. Mustafi und Lupfer. Und da ist er drin zum 5 zu 0. Unglaublichen Fehler von Cech aus. Eiskalt ausgenutzt von Orhan Mustafi. Also definitiv der Mann, der ist reif für Malaga, der ist reif für Spanien, der ist reif für die internationale Liga. Also Orhan Mustafi, der macht sich gerade hier Namen international und deshalb, also ich glaube, billig wird er nicht für Malaga zu kaufen. Nein! Warum? Es ist unglaublich, warum? Das muss ich nicht verstehen. Das muss ich nicht verstehen. So, wir nehmen Mustafi raus. Ach nee, wir können wir gar nicht. Oh, scheiße. Dann holen wir Lang hier rein. Dann ziehen wir ein Barts zurück. Haut das hin? Nee, haut nicht hin. Dann holen wir Pavlovic rüber. Das haut hin und ziehen den Milicevic nach hinten. So, dann bleibt hier zumindest mal die Abwehrreihe einigermaßen konstant. Dann haben wir allerdings nur noch hier den Barts auf rechts. Aber ich glaube, so viel wird hier eh nicht mehr gehen. Sehr schön gehalten hier von Fickinger. Eine super Aktion von Fickinger. So, Fickinger schlägt den Ball ab.
Kedira, sehr schön gemacht. Und da ist es rum und wir gewinnen 5:0 in Chelsea gegen Chelsea. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich hätte mir jetzt wirklich alles erhofft und alles erdacht, aber das ist mal eine Hausnummer. 0:5 in Chelsea. Also da müssen sie erstmal 5 Tore machen, die Jungs. Ne? Ich glaube, wir können schon mal die Tickets buchen dann für die nächste Runde. Wenn wir da nicht gegen Real kommen oder gegen Barcelona, boah, da ist es passiert. Wir haben mehr Punkte international wie die Türkei und steigen einen Platz auf von 14 auf 13. Und wenn das so weitergeht, schlagen wir die Ukraine auch noch. Unglaublich. Ja, Kampf um jeden Ball und das Ding gewinnen wir noch und Mustavi mit einer 1,0. Also, ich will ja nichts sagen, aber wenn Mustafi hier nicht wirklich einen absoluten Hammer auspackt, was die Aufwertung angeht, also der muss ja mindestens einen Talentstern dazu gewinnen. Also das geht ja mal gar nicht. Der ist ja so was von gut. Barcelona, Bayern. Ja, spielt 1:1, Real 2:0 in Manchester, 2:2 Liverpool, AC Mailand und wir 5:0 gegen Chelsea. Unglaublich. So, Ablöse für Zickel gescheitert. Keine Freikarten für Hauptsponsor, der ist enttäuscht. Ja, wieso? Juan Mustavi erreicht neue Erfahrungsstufe, ist jetzt ein 80er-Stürmer. Also der macht sich jetzt richtig hier Namen. Der geht jetzt richtig ab. Er ist zwar nur auch Grundstärke her 72, aber der ist euphorisch, ist top in Form, macht Stärke 80. Und ist natürlich genau das Ding, was wir brauchen. So, Spielergespräch können wir leider mit dem nicht führen, okay. Und Scouting-Bericht sagt, ja, in Spanien haben wir wieder neue Leute gescoutet. So, die sind natürlich wieder alle mal nicht interessant für uns. Aber die sind interessant fürs nächste Jahr. Gut, ich habe keine Ahnung, ob wir hier, das ist aus Schweden, okay. Nee, also wir wollen ja auch, wie gesagt, in Malaga uns ein bisschen verlagern auf die Jungs aus Spanien. Deshalb scouten wir dort schon fleißig und ja, ich bin gerade am gucken, Buchungsjournal, da müsst doch eigentlich jetzt auch hier Spielerprämie Chelsea, ach, das geht nicht mehr nach Sieg oder so, das geht jetzt nach Runde, ne? Das heißt, wenn wir eine Runde weiterkommen, gibt's wieder einen Haufen Kohle. Boah, ich bin irgendwie hin und weg, ey. 5:0 ist natürlich echt eine Hausnummer, wo ich sage, ich bin gespannt aufs Rückspiel. Das findet ja statt nach dem Spiel gegen St. Gallen am Wochenende. Vielleicht war es gar nicht mal so schlecht, dass wir die Einsatzspieler im letzten Ligaspiel haben auf der Bank sitzen lassen und sind mit der zweiten aufgelaufen. Das werden wir diesmal allerdings nicht machen. Wir laufen in St. Gallen auch auf, holen uns dort nochmal einen zusätzlichen Plus an Motivation. Ich hoffe, dass wir die auch wegbügeln mit einem gescheiten Ergebnis und dann empfangen wir Chelsea zu Hause. Und das wird dann besonders spannend, denn wir bewegen uns jetzt in allen Wettbewerben, in denen wir sind, bewegen wir uns gerade auf die Finale zu. Ja, also das heißt, hier haben wir noch Pokal gegen FC Zürich am 23.04. Und die Liga, die endet hier am 36. Spieltag, am 25.05. Das heißt also, alles jetzt in den nächsten 2 Monaten entscheiden sich so die wichtigsten Wettbewerbe für uns. Und international, die Champions League, das ist alles nur noch Bonus. Leute, ich meine, wir müssen das Zeug gar nicht gewinnen. Das ist alles nur Bonus. Wir nehmen mit, was kommt und wenn wir ausscheiden, scheiden wir aus. Ist halt so. Da müssen wir dann halt durch, ja. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir die Champions League gewinnen können. Ich habe wirklich meine Zweifel, dass die Grasshoppers die Champions League gewinnen können. Aber wenn ich sehe, dass wir Dortmund 4:1 weggebügelt haben, Chelsea 5:0, auswärts, wohlgemerkt, auswärts. Das ist der Hammer. Also ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Eigentlich tut es mir schon fast leid, dass wir so verlassen am Saisonende. Aber gut, ist halt so. Das nächste Ligaspiel und damit den 28. Spieltag sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Nick Frey zockt Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und ich hoffe, ihr klickt beim nächsten Mal auch wieder rein. Macht's gut. Bye, bye.